Hallo zusammen. Wer von euch Lust hätte, alles hinzuschmeißen und in einen entlegenen Winkel der Erde, fernab der Zivilisation wenigstens für ein paar Tage zu reisen, der hebt jetzt bitte den Arm. Wow, ihr seid gar nicht so wenige. Dann dürfte euch dieses Video gefallen, denn in den nächsten Minuten seht ihr die perfekten Orte für einen Aussteigerurlaub, wie in einem Leuchtturm inmitten des tosenden Ozeans, ein Haus auf einem Vulkangipfel, ein Unterwasserhotel und noch vieles mehr. Lasst uns loslegen. Dies ist genau der richtige Ort für einen Aussteiger. Das süße Häuschen steht seit 1969 auf einer winzigen Insel auf dem serbischen Fluss Drina. Nach seiner Errichtung musste es unzählige Male renoviert und sogar umgebaut werden, weil der Wasserspiegel sich kontinuierlich erhöhte. Einem Gerücht zufolge soll das Haus von einer Gruppe von Freunden gebaut worden sein, die von ihrem eigenen Erholungsort mitten in einer einsamen malerischen Landschaft geträumt haben. Und die klitzekleine Felsinsel, die sie für sich entdeckt haben, hat diesbezüglich ihren Vorstellungen bestens entsprochen. Wer hätte gedacht, dass es Häuser gibt, die optisch an ein Thorax-Skelett erinnern? Es würde uns nicht wundern, wenn die nächste Behausung von James Bond genauso aussehen würde. Doch das hier ist keine Kulisse für einen Agenten-Thriller, sondern ein ganz normales Privathaus. Es liegt im menschenleeren Nationalpark Joshua Tree und wurde vor knapp 30 Jahren von einem namhaften Architekten gebaut. Das Bauwerk wirkt ziemlich beängstigend, sodass man als dessen Bewohner den folgenden unbestreitbaren Vorteil hat. Auch wenn sich ein Krimineller hierhin verirren würde, würde er es nie wagen, in die Villa einzubrechen. Aber warum reden wir eigentlich nur von gemütlichen Häuschen auf Flüsschen? Wie gefällt euch dieses Bauwerk, das wie ein Stabsgebäude der Jedi-Ritter anmutet? Es wurde von einem neuseeländischen Ingenieur errichtet. Um das Projekt umzusetzen, brauchte es nur $50.000, 3000 Arbeitsstunden und 4 Tonnen Stahl. Doch das Besondere am Gebäude, das er auf den Namen Sky Sphere, zu Deutsch Himmelssphäre, taufte, ist nicht sein Äußeres, sondern dass es komplett per Smartphone gesteuert werden kann. Darüber hinaus ist es mit Solarbatterien ausgestattet, lässt sich ausschließlich per Fingerabdruck betreten und kann sich dank der künstlichen Intelligenz mit den Bewohnern unterhalten. Es hat lediglich einen Nachteil. Es ist nicht an die Kanalisation angeschlossen und hat dementsprechend weder ein Badezimmer noch eine Toilette. Und an diesem Ort in Namibia hat man die Möglichkeit, für kurze Zeit in die Haut von Robinson Crusoe zu schlüpfen. Hier vor der Skelettküste sind früher zahlreiche Schiffe versunken. Man kann sich aber auch einen Adrenalinkick holen, ohne sich der Todesgefahr auszusetzen, indem man in einem Hotel namens Shipwreck Lodge absteigt, das in Form eines Schiffswracks gebaut ist. Gesellige Personen dürften allein beim Gedanken daran, auf der Klippe zu wohnen, eine Panikattacke bekommen. Für die Freunde von Einsamkeit und Ruhe dagegen wäre dieser Ort genau richtig. Es ist der abgelegenste Leuchtturm Islands, der auf dem höchsten der drei Felsen von Tridranga steht, der etwa 40 Meter aus dem Atlantik ragt. Das weiß gestrichene Leuchtturmhäuschen und der Helikopterlandeplatz sind alles, was es auf dem Felsen gibt. Einen Hubschrauber hier zu landen ist übrigens extrem schwierig und erfordert vom Piloten viel Geschick und höchstes Können. Als der Leuchtturm in den 1930er Jahren errichtet wurde, fanden Helikopter weltweit noch so gut wie keine Anwendung. Der Felsen war nur mit dem Boot zu erreichen und musste mit einer Kletterausrüstung erklommen werden. Heutzutage ist der Leuchtturm nicht mehr bewohnt und wird vollautomatisch betrieben. Komisch, dass noch kein verträumter Einsiedler sich dort niedergelassen hat. Der Grand Canyon ist zwar bei Touristen aus aller Welt unglaublich beliebt, aber in Zeiten ohne Besucher fühlt man sich dort wahnsinnig einsam. Es sind ja lauter kahle Felsen aus rotem Gestein, soweit das Auge reicht, und keine Anzeichen der Zivilisation zu finden. Oder doch? Es mag überraschend klingen, aber inmitten der menschenfeindlichen Landschaft gibt es ein Dorf namens Supai. Es zählt höchstens ein paar hundert Einwohner, von denen die meisten Indianer sind. Der Ort ist entweder zu Fuß oder mit dem Maultier zu erreichen. Ein Hubschrauber wäre auch eine Option. Ein Auto hingegen würde dann nichts nützen, weil die Gegend für Autos unpassierbar ist. Wenn es auf der Welt einen Ort gibt, an dem man Erleuchtung erreichen kann, dann ist es dieser hier. Die Landschaft ist atemberaubend. Es sind zwei riesige Felsen, die durch eine drachenförmige Brücke miteinander verbunden sind und auf deren Gipfelplateaus jeweils ein Tempel steht und das auf mehr als 2500 Meter über dem Meer. Für die Buddhismusanhänger gilt dieser Ort als heilig. Allerdings ist es nicht gerade als menschenleer zu bezeichnen. Touristen kommen in Scharen hierher. Sie sind bereit, eine Treppe bestehend aus 8888 Stufen hinaufzusteigen, um den spektakulären Ausblick von oben auf den grenzenlosen Wald und die bizarren Felsen genießen zu können. Ein ähnliches Haus ist inmitten eines Flusses am Berg Lung Hu zu finden. Es macht bestimmt Spaß, dort morgens eine Tasse Grüntee zu trinken. Stellt
Stellt euch einen riesigen Turm vor, der über 10 Stockwerke hat und inmitten eines grenzenlosen verschneiten Walds in Alaska steht. Es könnte die Behausung des Weihnachtenhassers Grinch sein. Das skurrile Bauwerk, mit dessen Bau ein Bewohner des kältesten US-Bundesstaates Ende des vergangenen Jahrhunderts begann, wird von den Einheimischen Dr. Seuss Haus genannt. Der erste Eigentümer schaffte es, nur 2 Stockwerke zu bauen. Nachdem er starb, stand das Haus ganze 10 Jahre lang unbewohnt. Und der neue Besitzer, der sich in diesem Paradies für Soziopathen niederließ, verwandelte es in einen echten Turm mit einer Höhe von knapp 60 Metern. Man sagt, dieses einsame Haus in der chinesischen Provinz Guizhou sei von einer einzigen Familie errichtet worden. Obwohl es hier regelmäßig zu Überschwemmungen kommt, soll es bisher nicht ein einziges Mal davon betroffen gewesen sein. Das Schicksal scheint es gut mit introvertierten Menschen zu meinen. Das ist doch ein echtes Raumschiff. Es befindet sich inmitten der kalifornischen Wüste. Aber das wirklich Coole ist, dass es sich beim Hügel, auf dem das Gebäude steht, um den Gipfel eines inaktiven Vulkans handelt. Es hat Howell Hauser, der Moderator einer US-amerikanischen Reisesendung, für sich bauen lassen. Wahrscheinlich fiel seine Wahl auf diesen einsamen Ort, weil er den Lärm und Gewusel der Welt entfliehen wollte. Allerdings hat er das Haus auf dem Vulkan vor 6 Jahren für sage und schreibe $750.000 verkauft. Diese Hütte im äußersten Norden Norwegens wäre das perfekte Kartenmotiv. Sie wurde vor 1000 Jahren für die Mitarbeiter eines Leuchtturms gebaut. Heutzutage kann sie von jedem besucht werden, und zwar völlig kostenlos. Es gibt allerdings weder Strom noch fließend Wasser. Aber ist das denn so wichtig, wenn man seinen Kindertraum ausleben kann? Die Gäste dieses Hotels meinen, dass ihr Aufenthalt an diesem Ort sie an eine Rückkehr in den Mutterleib erinnerte. Das Atta Inn ist ein kleines Hotel in Schweden. Das Besondere an ihm ist, dass es ein Unterwasserstockwerk hat. Es ist also der ideale Ort für Romantiker, die gerne eine Nacht inmitten von Fischen und Quallen verbringen, ohne nass zu werden. Eines Tages hat ein bekannter Unternehmer aus Philadelphia beschlossen, sich eine Villa auf einer Felsinsel fernab der Zivilisation bauen zu lassen. Dazu hat er sich die Bay Narragansett ausgesucht, die unweit von Jamestown im US-Bundesstaat Rhode Island liegt. Der US-Amerikaner wollte nur eines, nämlich ein ungestörtes Dasein fristen. Und das im Jahr 1905, wo es noch lange keine Smartphones mit zahllosen Benachrichtigungen gab. Ein interessantes Detail: Der berühmte Regisseur Wes Anderson ließ für die Dreharbeiten für seine Komödie Moonrise Kingdom ein ähnliches Gebäude errichten. Dieser außergewöhnliche Felsenturm ist zwar von der Zivilisation nicht abgeschnitten, immerhin steht er mitten in einem Ort in Georgien, aber die Kachi-Säule erhebt sich so hoch vom Boden, dass derjenige, der auf dem Gipfel Plateau haust, sich wie in einer anderen Welt fühlen dürfte. Dort befindet sich eine kleine Klosteranlage, in der tatsächlich ein asketischer Einsiedlermönch namens Maxim Kaftaradze seit inzwischen 3 Jahrzehnten lebt. Sie wurde im 6. Jahrhundert erbaut und lag viele Jahrhunderte in Ruinen, bis sie Ende des vergangenen Jahrhunderts wiederentdeckt und wieder aufgebaut wurde. Im japanischen Dorf Aogoshima wohnen wohl die gelassensten Menschen der Welt. Und zwar nicht deswegen, weil der Ort weniger als 200 Einwohner zählt und auf einer abgelegenen Insel mitten im Meer liegt, sondern weil er sich am Fuß eines aktiven Vulkans befindet, der übrigens zuletzt vor ein paar hundert Jahren ausgebrochen ist. Damals ist die Hälfte der Dorfbevölkerung ums Leben gekommen. Ob die gefährliche Nachbarschaft den Leuten hier Sorgen bereitet? Nicht im geringsten. Sie genießen ihr Leben fernab des Festlands, betreiben Fischfang und Bergsteigen, baden und betrachten die Welt mit philosophischer Gelassenheit. Solche Anwesen bekommt man normalerweise in amerikanischen Serien über vermögende Familien zu sehen. Interessant ist, dass das Gebäude sich inmitten der kalifornischen Berge fernab des Verkehrslärms befindet, jedoch ganz schnell von den nächstgelegenen Städten Montecito und Santa Barbara aus zu erreichen ist. Und was die Innenausstattung betrifft, bedarf es keines Kommentars. Sieht nicht gerade nach der Bude eines verrückten Einsiedlers aus, oder? Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.